Wenn du eine Einkommensquelle hast, die immer stärker wird, dann wirst du abhängig von der. Und eine ganz gefährliche Droge ist ein Festgehalt. Gut. Herzlich willkommen beim Reichtumspaket. Ich freue mich total, dass du mit dabei bist. Und ich bin mit der Anja Häfner im Gespräch. Herzlich willkommen, schön, dass auch du mit dabei bist. Danke, danke für die Einladung, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich riesig. Ja, Anja, hast du Lust, uns zu erzählen, wer du bist und was du machst? Ja, gerne. Also, mein Name ist Anja Häfner. Ich bin die Veranstalterin und Initiatorin der Freiheitskongresse. Und ja, mein Herzensthema ist der typologische Erfolgs- und Karrierecoaching. Also das ist sowas, was ich entwickelt habe aus meinen nunmehr schon 30 Jahren Berufserfahrung. Ich habe so viele Menschen verbrennen sehen an einem Job, den sie lieben. Und was soll ich hier sagen? Mir ist es dann selbst passiert. Und ja, auf dem Weg wieder zurück auf die Beine habe ich ja, darüber nachgedacht, was ist es? Warum verlieren wir die Lust? Und manche haben noch nie die Lust gehabt, auf die Arbeit zu gehen. Und ich finde es einfach schlicht und ergreifend verschenkte Energie, weil verschenkte Lebenszeit, unsere Lebenszeit ist nun mal begrenzt und wir wissen nicht, wann es vorbei ist. Und dann uns auf eine Arbeit zu quälen, nur um Geld zu verdienen. Und deswegen kam ich auch auf das Thema emotionale und finanzielle Freiheit. Und das gehört bei mir alles zusammen. Wie schaffe ich es, mich frei zu fühlen? Und ja, frei, also diese Freiheit entsteht und diese Leichtigkeit vor allen Dingen, die entsteht, wenn du etwas gerne tust. Ein Kind hat noch nie beim Spielen einen Burnout bekommen. Ja. Ja, Das also. glaube ich auch. Wobei ich ja echt sagen muss, Herzbusiness, ich kann mich auch im Herzbusiness echt anstrengen und an den Punkt kommen, wo ich denke, oh, jetzt brauche ich Pause. Also das ist kein sicherer Schutz vor nichts, finde ich. Es geht ja immer auch darum, wie soll ich sagen, ein gesundes Selbstmanagement auch zu entwickeln. Also tatsächlich auch zu gucken, welcher Richtig. Typ bin ich denn? Also wie ticke ich denn überhaupt und wie brauche ich es denn auch überhaupt? Richtig. Deswegen ist es ja die typologische Erfolgs- und Karrieretechnik. Weil es gibt nicht einen Erfolgsweg. Du musst den Weg finden, der zu dir passt. Und ja, ich bin da auch so, wenn mir was richtig Spaß macht, wenn ich für was brenne, da verbrenne ich auch nicht. Aber da bin ich dann, ertappe ich mich auch das öftere Mal. Ups, was habe ich mir denn da gerade für ein Hamster abgebaut? Aber dann zu wissen, okay, ich bin da jetzt drin, ich ziehe das durch. Und so war ich auch schon in der Festanstellung. Wenn es gilt, dann gilt's. Und dann habe ich, ja, dann werden die Knie durchgedrückt und wenn es einen Termin gibt, dann wird der Termin gehalten. Und da komme, was wolle. Und ja. Und irgendwann habe ich halt für mich dann auch mal gedacht, ich war 24 Jahre in der Festanstellung. Und dann, ja, und dann hab ich für mich entdeckt, Mensch, das kann ich doch auch für mich tun. An Ideen gebracht haben. Ich bin halt auch ein kreativer Mensch, obwohl ich ITler bin. Internetverbindung. Warte mal ganz kurz. Nee, ich habe für mich das bestmögliche Internet, aber du kamst gerade ganz abgehackt bei mir an.
Ja, das ist auch in Deutschland gibt es des Öfteren Schwankungen im Netz. Ja. Ja, lass weiter laufen. Das ist völlig okay. Ja, das ist live und deswegen ist hier nichts gekünstelt, da ist nichts aufgesetzt, da ist nichts geschnitten. Das ist alles echt und das schätze ich an dir so, liebe Nicole. Und das ist mir unwahrscheinlich wichtig. Und das ist auch, da sind wir beim nächsten Thema, Werte. Du musst Werte haben, nach denen du handelst. Werte, zu denen du stehst. Und die von innen heraus. Und das ist auch das Kernthema im Prinzip in meinem Erfolgs- und Karrierecoaching. Dieses Finden, für was stehe ich? Was kann ich? Und ja, weil wir oftmals von außen, ja, so sind wir erzogen. Ja, in der Schule sind wir auf Fehler getrimmt worden. Du bist immer verkehrt und das ist verkehrt und das ist verkehrt und das ist verkehrt. Und ja, was ist denn richtig? Was kannst du denn besonders gut? Und da ein Umdenken und das ist so schön, was da in den Augen der Teilnehmer passiert, wie sich der Gesichtsausdruck verändert. Das ganze Gesicht wird weicher. Und ja, das macht so richtig Spaß. Und deswegen ist es so mein Herzensthema, weil es gibt ja Studien darüber. 74% aller Menschen, also in der Arbeitswelt gab es diese Studie, eine Gallup-Studie. 74% aller Menschen machen Dienst nach Vorschrift. Und das ist nicht nur im Job so. Wie viele Menschen resignieren mit dieser Egal-Stimmung oder ich bin zufrieden mit dem, was ich tue? Zufrieden. Ja, hallo, das ist befriedigend, Note 3. Und mein Leben darf 1++ sein. Das darf sein. Wir müssen uns mit nichts zufrieden geben. Es gibt keine Situation, die wir nicht verändern können. Und oftmals erkennst du das auch schon an den Sprachmustern. Also ich erkenne das ganz schnell, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt, an Sprachmustern. Also wenn zum Beispiel jemand ständig eigentlich sagt, eigentlich. Ja, eigentlich lebt derjenige nicht sein Leben, was er leben möchte, weil eigentlich macht er ja was ganz anderes. Und da gibt es so ein paar Worte, an denen man das wirklich erkennt. Und ja, und da gibt es halt so ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können und ja, wo wir das Leben gleich viel bunter gestalten. Ich habe hinter mir da Farbwechsler. Also das Leben darf schön bunt sein und nicht schwarz-weiß. Und ich bin ja ursprünglich ITlerin. Also bei mir gab es früher nur 0 und 1. Und dann habe ich die Shades of Grey entdeckt. Und danach habe ich auch noch Farbe ins Spiel gebracht. Meine Herren, was hat sich mein Leben verändert? Ja, das glaube ich dir. Ja, und dann auch noch in der Finanzdienstleistungsbranche als Frau. Als Frau in der IT, also ich war früher, also wir waren in der ganzen IT 60 Mitarbeiter, 3 Frauen davon. Und ach, das macht schon was mit Frau. Dann Arbeitest klappt. du denn, auch hauptsächlich für Frauen und mit Frauen oder arbeitest du mit all denen, die da so kommen? Also zu mir kommen sehr viele Frauen. Und es kommen sehr viele Frauen, weil sie eben ja, ich weiß, was ich will, weil sie es gut finden und weil sie da gerne was von hätten. Ich arbeite aber auch mit sehr vielen, also mit mehr Frauen, definitiv. Aber ich habe auch genauso
Männer, gerade in der Finanzdienstleistungsbranche, weil ich einfach deren Sprache spreche und da so lange schon dabei bin. Ja, also ausgewogen ist es nicht, definitiv mehr Frauen, aber ich mache da keinen Unterschied. Und ich, klar, Frauen ticken etwas anders, logisch, aber das kann man so per se nicht sagen. Es ist grundsätzlich, es gibt auch Männer, also Männer und Frauen haben beide einen männlichen und einen weiblichen Anteil in sich. Und von daher da zu sagen, Männer sind so und Frauen sind so, da bin ich absoluter, also Gendern hasse ich auch. Also, also nein, brauche ich auch nicht. Was ist denn so das Hauptthema, mit dem Frauen kommen oder Menschen kommen, wenn sie so zu dir kommen? Was ist so deren Hauptthema, womit die sagen, boah, das muss sich ändern? So diese innere Unzufriedenheit. Und das war es ja auch bei mir. Also ich bin verbrannt in einem Job, den ich geliebt habe. Ich habe gut verdient. Ich habe einen fetten Firmenwagen gefahren. Ich war auf den tollsten Veranstaltungen. Ich habe überall in der ersten Reihe gesessen. Ich habe die Anerkennung bekommen. Ich habe alles gehabt und bin trotzdem verbrannt. Also dieses ganz klassisch nicht glücklich sein. Und dann kommt dieses Geld allein macht nicht glücklich. Und dann, ja, dann kommst du auch in Süchte. Also Kaufsucht und dann versuchst du dir von außen das Leben schön zu machen. Und ja, wie gesagt, dann der Zusammenbruch, also auch körperlich. Und dann auf dem Weg zurück auf die Beine, da habe ich dann entdeckt, dass das in mir steckt. Und ja, dann habe ich angefangen, mich selbst zu finden. Also von Thema Selbstliebe. Ich hatte mit 20 einen schweren Verkehrsunfall und dabei hätte ich fast mein Bein verloren. Und ich habe mich auch von meinem Bein verabschiedet gehabt damals. Und ich habe von meinem Bein immer von meinem Behindi-Bein gesprochen. Also ich habe keine Behinderung. Ja? Also klar, so ein bisschen siehst du hier, so wie ich mit dem Kopf die Windschutzscheibe eingeschlagen habe. Das sieht man, also nicht ganz eingeschlagen, aber so, dass er nicht weiterfahren konnte. Aber ja, ich hab mich nicht darauf ausgeruht. Ich habe das Thema, ich hatte damals eine Versicherung. Meine Mutter hat mich entsprechend versichert gehabt. Ich hätte eine Invaliditätsversicherung gehabt, schon als Abiturientin. Und hätte das alles gehabt. Ich habe aber damals gesagt, nö, ich will nicht behindert sein. Und ja, heute weiß ich, eine Entscheidung getroffen. Ich will nicht behindert sein. Leben verstehen wir ja immer rückwirkend. Und ja, ich habe damals als Anfang 20 oder mit 20 hab ich Dinge instinktiv richtig gemacht. Genauso, ich habe mich quasi selbst geheilt, im Krankenhaus. Ich habe eine Woche lang durchgeschlafen. Und dadurch hat mein Gehirnbluten, also das sie anfangs gar nicht bemerkt haben, habe ich meine, das ist schon 30 Jahre her, und der hat aufgehört von alleine, weil ich schlicht und ergreifend alles eingestellt habe. Ich habe nicht gesprochen, ich hab wahrscheinlich noch nicht mal gedacht, ich habe gar nichts gemacht, eine Woche lang. Und ja, so die Selbstheilung, so
Ja, so einige Dinge instinktiv richtig gemacht und heute verstehe ich es. Aber damals habe ich es natürlich nicht bewusst gemacht. Und dann, oh Gott, wenn ich dieses Wissen, das ich heute hatte, schon vor 20 Jahren gehabt hätte oder gar vor 30 Jahren, um Gottes Willen, was hätte ich für ein geiles Leben? Ich hatte ein geiles Leben, ja. Aber um wie viel bunter wäre es schon vorher geworden? Wie viele Jahre habe ich mich gequält und habe mir das Leben schwer gemacht? Hallo, ich weiß es, dass ich mir das Leben selbst schwer gemacht habe. Und ja, und oh, diese Erkenntnis, die möchte ich halt weitergeben, weil wir können viel früher anfangen, das Leben zu genießen. Und das ist mir auch so bewusst geworden. Ich habe mein Opa, da war ich 7 Jahre, habe ich meinen Opa verloren. Und mein Opa hat immer zu mir gesagt, ja, wenn ich in Rente bin, dann machen wir das, dann machen wir das, dann unternehmen wir das. Und gefühlt steht die kleine Anja noch immer auf dem Spielplatz und wartet auf den Opa. Denn ja, er hat seine Rente nicht erlebt. Einen der letzten Arbeitstage hat er einen Herzinfarkt bekommen und vorbei. Und das sind so Dinge, alles passiert für uns. Und mein Opa ist in dem Sinne quasi für mich gestorben, um mir die Augen zu öffnen. Oder meine Mutter war dann, die hatte Diabetes und was da alles noch mit dazu kommt. Also das ging schon viel früher mit ganz anderen Krankheiten los. Und die war dann zum Schluss ganz aggressiv. Und klar, auch dement. Und ja, da hat sie auch so einige Sachen zu mir gesagt, die nicht sehr schön waren, aber die mich wachgerüttelt haben. Die mich wachgerüttelt haben und mir ist dann bewusst geworden, oh Gott. Und ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, oh Mama, denk doch nicht immer an die schlimmen Sachen, die dir im Leben passiert sind. Denk doch mal an die schönen Sachen. Meine Mutter, ich hatte nichts Schönes in meinem Leben. Ja, und das ist es. Und ich hatte dann zum Beispiel bei mir auf dem Retreat eine Teilnehmerin, die so da saß. Ich hatte keine schöne Kindheit. Und heute, also sie ist jetzt in meinem Team mittlerweile, heute, bei ihr hat sich dieser Gesichtsausdruck danach geändert. Sie so, oh, Anja, du hast ja recht. Ich hatte ja eine schöne Kindheit. Und das war in einer Übungsaufgabe. Und da waren, wir saßen zu sechst an dem Tisch bei dem Retreat. Und sie saß da so. Und dann habe ich gesagt, okay, nächste, nächste. Ja? Und dann bei einem nach dem anderen ist so wie der Schalter umgefallen. Und dann kam ich zu ihr. Und ja, dann hat sie angefangen aufzumachen. Sie hat sich für, also damals für 3 Bilder entschieden. Vorher hatte sie 6, 7. Konnte sich nicht entscheiden, welche Bilder sie nimmt. Und dann hat sie sich für 3 Bilder entschieden. Ja, und dann, als sie sich entschieden hatte für diese 3 Bilder, dann habe ich halt angefangen, zu diesen Bildern Fragen zu stellen. Und ja, und auf einmal gingen die Schleusen auf. Und ja, und das ist jetzt 3 Jahre her. Und der Gesichtsausdruck hat sich noch immer nicht verändert. Der ist noch immer da. Also der Schalter ist so richtig umgefallen.
Und sie hat es gemerkt. Und so hatte ich, klar, sie ist jetzt bei mir im Team, deswegen fällt mir das auch sofort wieder ein. Aber da gab es so viele und ich finde es halt so wertvoll, dass mir Leute auf der Straße begegnen, die ich ewig nicht gesehen habe, die mir um den Hals fallen und sagen, ey, Anja, wenn du damals nicht gewesen wärst, so fängt es an, wenn du damals nicht gewesen wärst, weil ich eben den Kopf gedreht habe, denjenigen gezeigt habe, was sie können und sie aufgerichtet haben, statt ja, wo sie vielleicht Vorgesetzte hatten oder ja, Umfeld hatten, die sie immer klein gemacht haben. Ja, das ist das, was mich, das ist der Zweck meiner Existenz, um das mit den Worten von John Strzelecki zu sagen. Im Grunde glaube ich auch, dieser Satz, ne, der ist ja in der Persönlichkeitsentwicklung, ist sehr weit verbreitet. Es ist nie zu spät für eine gute Kindheit. Und ich glaube, dass der tatsächlich auch der Schlüssel ist, ne? Wenn ich in diesem Gefühl festhänge von, oh Gott, das war immer schlimm, wie soll denn da was Gutes kommen? Wenn ich aber anfange, mich an das zu erinnern, was gut war, ja, voilà, dann kann da einfach noch mehr Gutes kommen. Soll ich dir sagen, wann bei mir der Schalter gefallen ist? Ich war auf einer Rednernacht. Auf einer Rednernacht und dann kam da ein Speaker nach dem anderen. Ich saß da so. Was die da so erzählen. Ne? So saß ich da die ganze Zeit. Und ich weiß noch, da war, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, also da war eine Frau auf der Bühne. Und und dann sage ich so, pff, das, was die können, kann ich auch. Ja, aber die hat es gemacht, ich nicht. Ja, also, Und aber so saß ich da. Ich kann nur nichts Besonderes und was soll denn das? Und dann kommt Tobias Beck auf die Bühne. Und auf einmal, boah, das, was der kann, will ich auch können. Der hat bei mir den Schalter umgelegt. Und zwar war das damals die Speech mit bist du Biene oder Fliege? Und dass du selbst die Entscheidung triffst. Und auf einmal haben die Puzzleteilchen bei mir zusammengepasst. Und ich bin aufgestanden, ich habe alles bei Tobias Beck gebucht. Alles. Ich habe alle CDs gekauft, ich habe alles gebucht. Ich habe bis on the stage alles bei Tobias Beck gemacht. Weil, ja, und nichts, natürlich einen Haufen Geld bei Tobias Beck gelassen, aber nichts. Keinen Cent habe ich je bereut. Weil dadurch ist mein Leben definitiv bunter geworden und das ist ja auch ein Spruch von Tobias Beck. Und da habe ich einfach ganz viel übernommen und ja, ich habe natürlich in 30 Jahren verflucht viele Ausbildungen gemacht. Und plötzlich haben all die Puzzleteilchen zusammengepasst. Und ja, der einfach nur schön. Hilfst du Menschen weiter? Wenn ich jetzt zu dir komme und sage, oh Anja, mein Leben, ne? Was würdest du mit mir machen? Okay, zunächst erstmal sprechen wir darüber, was du im Leben erreichen möchtest. Weil die meisten, denen ich die Frage stelle, sagen wir als erstes, was sie nicht möchten. Ja, das ist weit verbreitet, das stimmt. Okay, wie sollst du das finden, wenn du nach dem suchst, was du nicht willst, wirst du das finden, was du nicht willst? Okay, das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wir suchen das, was du besonders gut kannst.
wo deine Talente sind. Und also da arbeite ich mit einer wissenschaftlich validen Analyse, mit einem Profil, und da kriegst du das also schwarz auf weiß. Aber nicht nur, was dein Verhalten angeht, sondern auch die Motivation. Und viele sagen jetzt, das weiß doch jeder selbst. Ja, von wegen. Das sind die berühmten blinden Flecken. Und was das allein, also mit mir, gemacht hat. Und ich kannte diese Analyse vorher schon in meinem beruflichen Umfeld. Ich kannte die schon. Nur hat die Interpretation mit mir jemand gemacht und die wurde plötzlich ganz anders interpretiert. Und dann habe ich gesagt, genau das ist es. Und das war übrigens meine nächste Station nach der Festanstellung, war ich genau in diesem Unternehmen, die mit solchen Analysen arbeiten. Und da haben wir Studien eingestellt, welches Verhalten, welches Cocktail an Verhaltensmustern brauche ich, um erfolgreich zu werden. Und da gibt es eine Benchmark. Ja, die gibt's. Aber ich habe gesagt, n-n. Es kann jeder erfolgreich werden. Jeder, wenn das nur wirklich will. Und das ist wieder die Interpretation dieser Analyse. Nicht du bist falsch, sondern du bist richtig. Und du darfst dir, und dir fehlt ein Quäntchen von dem und ein Quäntchen von dem. Und du musst nicht alles nehmen von dem. Und ich arbeite dann nach dem, viele sagen dann, so will ich nicht werden. Und dann habe ich gesagt, wir, also ich mache gerne das Beispiel mit Rotanteilen. Die meisten sagen ja, du brauchst hohe Rotanteile, um erfolgreich zu werden, um Führungskraft zu sein, du musst räumen. Und die anderen sagen dann, ey, das sind noch die Haie, um bei Tobias Beck zu bleiben, die Haie, die Halsabschneider, die anderen über den Tisch ziehen, die im Haifischbecken eben sind. Und ja. Und dann sage ich, aber die können, es gibt bestimmte Sachen, die die besonders gut können. Und wir arbeiten jetzt die Guten ins Töpfchen und die Schlechten ins Köpfchen. Und dann komme ich so, was können die denn besonders gut? Wir nehmen nur das Gute. Das Schlechte können sie behalten. Das essen wir noch nicht mal. Das nehmen wir noch nicht mal in den Mund. Das können sie behalten. Und dann habe ich gesagt, aber das Gute nehmen wir uns. Und das ist, und hohe Rotanteile, was können sie besonders gut? Entscheidungen treffen. Und damit fängt es an. Die Entscheidung und was hohe Rotanteile auch definitiv haben, ist einen hohen Selbstwert. Und manchmal ist er nur von außen. Und wir gucken nämlich, was ist von außen, was ist antrainiert, wo meinen wir sein zu müssen und was ist von innen. Und das ist an der Analyse so spannend, weil die zeigt dir genau das und das, die Diskrepanz und was treibt dich an, passt das alles so zusammen? Lebst du dein Leben, das du wirklich leben willst? Das sehe ich ganz deutlich dadurch. Und dann können wir viele, viele Sitzungen machen. Ja, ich kann das am Sprachmuster erkennen und alles Mögliche, aber wir versparen uns viele, viele Sitzungen, indem du diese Analyse machst. Und das ist Wahnsinn, wie schnell wir da zum Ergebnis kommen und wie viel Mal Try and Error du dir dadurch sparen kannst. Klar, wir wachsen an unseren Erfahrungen, aber manche Erfahrungen könnten wir uns einfach auch sparen. Na klar, wenn ich mit der Erfahrung, die ich heute habe, 20 Jahre zurückgehen würde, sähe mein Leben anders aus, definitely. Ne? Das ist gar nicht die Frage. Und insofern finde ich, eine profunde Abkürzung ist immer ein Versuch wert.
Nee, nee, nicht ein Versuch. Ein Versuch nicht. Weil wenn du versuchst, nimmst du das, hast du das Scheitern schon im Kopf. Das ist schon klar. Ich fand es nur als großartig. An dem hätte ich nicht vorbeigehen können. Der war einfach, der lag so auf der Straße, der war einfach großartig. Ja, nein, ich bin ganz bei dir, ne? Es geht immer darum, eine Entscheidung zu treffen und die durchzuziehen. Punkt, Ende. Komme, was Genau. wolle. Wie du vorhin gesagt hast, wenn das so ist, dann ist das entschieden und bumm. Und dann gehe ich damit. Ja, und dann ist mal Knie durchdrücken und mal durchgehen. Und dann ist nicht mi, 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 ich, mein Hamster ist, mein Hamster, bleiben wir wieder beim Hamsterrad. Mein Hamster ist gerade krank oder der Goldfisch hat Schnupfen. Also, das ist dann halt mal nicht. Durchziehen. Dranbleiben. Und auch darüber gibt es wieder eine Studie, die in die Selbstständigkeit gehen. Wobei ich sage, es muss nicht für jeden ist die Selbstständigkeit was. Oder wenn, dann muss ich genau wissen, was ich brauche, welche Skills ich brauche, damit ich selbstständig, sorry, überlebe. Weil mit einem Angestellten denken wirst du als Selbstständiger keinen Blumentopf ernten. Nichts. Ah ja, du bist selbstständig, ich bin selbstständig. Wenn wir uns jetzt nach Menschen umschauen, die uns in unserem Team unterstützen, gucken wir nach Menschen mit einem Angestelltenbewusstsein? Nein, natürlich nicht. Das ist nicht das, was irgendwen irgendwohin weiterbringt. Ich suche mir Menschen, die, ne, selbstständig denken. Ich suche mir Menschen, die einfach aus einem eigenen intrinsischen Motor heraus Dinge bewegen, die das machen, weil sie da Bock drauf haben. Das ist das, was mir Spaß macht. Ich suche Es gibt. keine Angestellten im Leben nicht. Ja, aber wenn ich einen Angestellten haben will, der einfach tut, ohne nachzudenken, der einfach, Okay. Okay. dann ist für manche Stellen ist es gut. Also jedes Denken ist für irgendwas gut. Und es muss auch Menschen geben, die in diesem Angestellten, die dieses Angestellten Denken haben, allerdings nicht die, die resigniert haben, sondern die, die für das Unternehmen, für das. Und da gibt es ja, und genau das ist es ja. Wann kriege ich einen Mitarbeiter dazu, dass er für das Unternehmen brennt? Das war gerade das Stichwort. Das, was ich meine, ist, es muss nicht jeder in der ersten Reihe stehen. Ne? Es gibt ja Menschen, die sagen, da vorne in der Präsentation, das ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist ganz ohne Frage so. Aber auch Menschen, wenn sie lieber im Hintergrund Strippen ziehen, da kenne ich auch sehr großartige. Aber trotzdem haben die eine, nennen wir es, Eigenverantwortlichkeit, das ist für mich die Qualität, um die es geht. Das ist auch das, was letzten Endes die Selbstständigkeit ja ausmacht, dass ich aufhöre zu glauben, dass irgendjemand anders dafür verantwortlich ist, was hier passiert, sondern mir klar ist, es gibt keine Ahnung. Und aus der Perspektive, ne, wenn ich sage, ich bin wirklich lieber Strippenzieherin, ich arbeite mit jemandem zusammen und arbeite lieber in der zweiten Reihe, das ist total in Ordnung, das meine ich nicht. Das ist für mich Angestellten-Mindset. Angestellten-Mindset heißt, sag mir genau, was ich zu tun habe, weil ich, ne, da nicht in eine eigene Verantwortung gehen, kommen kann, werde, will. Das ist der Punkt. Das ist sowas, wo ich klar sagen würde, nicht mein Feld. Ne? Das können die alle gerne spielen, aber das spiele ich nicht mit, nicht meine Bühne. So. Ganz genau, und das kannst du ja entscheiden. Worauf ich hinaus wollte, also die Mitarbeiter, die wir einstellen, muss nicht der Nasenfaktor der Ausschlaggebende sein, weil die meisten Unternehmen stellen nach dem Nasenfaktor ein. Ist der mir sympathisch, passt der mir? Oder gucken dann auch auf irgendwelche Zeugnisse. Und so, es ist
das Persönlichkeitsprofil ist viel, viel wichtiger. Und das muss zur Stelle passen. Und wie oft sehe ich es in Unternehmen, dass die den besten Mitarbeiter zum Abteilungsleiter machen oder zum Gruppenleiter machen. Und der hat aber keine Führungsqualitäten. Der will das gar nicht. Also der nimmt den Job, weil er deswegen, weil er mehr Geld verdient. Und wie viele nehmen eine solche, also die haben Spaß am Tun, Spaß an der Umsetzung und werden dann abgezogen und nehmen den Job auch die Beförderung auch gerne, weil sie dann mehr verdienen, aber machen dann einen Job, auf den sie keine Lust haben. Und ja, da schließt sich der Kreis wieder. Und so war es dann auch bei mir. So war es dann auch bei mir. Und dann verbrennst du. Dann verbrennst du an dem, ja, du tust es dann nur noch wegen dem Geld. Und wirst erpressbar und ja, und das ist egal, ob in der Selbstständigkeit oder in der Festanstellung, wenn du eine Einkommensquelle hast, die immer stärker wird, dann wirst du abhängig von der. Und eine ganz gefährliche Droge ist ein Festgehalt. Eine ganz gefährliche Droge. Weil du wirst richtig, richtig abhängig davon. Und je mehr du verdienst, umso abhängiger wirst du davon. Ja, und dessen solltest du dir bewusst sein. Und ja, entspannt kannst du leben und du wirst eben nicht erpressbar, wenn du ja, mit Köpfchen dir ein solides Fundament aufbaust. Und das war damals meine Rettung. Meine Rettung war mein Netzwerk und mein finanzielles Polster, das ich mir aufgebaut hatte. Das war meine Rettung. Weil sonst hätte ich diesen Absprung nicht geschafft, obwohl mein ganzer Körper danach geschrien hat. Ich hätte den Sprung nicht tun können. Doch, hätte ich auch. Hätte ich auch, aber natürlich war es leichter. Also ja, aber ich wäre ihn wahrscheinlich nicht gegangen, weil damals hatte ich den Arsch nicht in der Hose. Hätte ich den Arsch nicht in der Hose gehabt. Ich hatte ihn leicht, weil ich dieses Polster eben hatte. Also. Anja, du hast auch noch was mitgebracht. Du legst was in das Paket hinein. Hast du Lust, dazu noch was zu erzählen, was du damit dazu tust? Ja, gerne. Und zwar habe ich 21 Erfolgs- und Karrieretipps. 21 Tage deshalb, weil nach 21 Tagen sich etwas verändert. Deswegen geht auch mein Freiheitskongress 21 Tage. Und ja, da kriegst du jeden Tag eine Mail. Und da ist ein ganz kurzer Erfolgs- und Karrieretipp drin. Das ist das, was ich mit reinschmeiße. Und natürlich gerne das Webinar. In dem Webinar habe ich mehrere Übungsaufgaben drin. Da kann man auch so mal reinschnuppern, wie ich arbeite. Also da ist zum Beispiel ein Lebensrad drin. Wo ist die Delle in deinem Lebensrad? Wo packen wir als erstes an? Dann, der hat das beste Zeitmanagement, das es überhaupt gibt. Sind da zwei Übungsaufgaben sogar mit dabei. Das dauert, ich glaube, 1,5 Stunden dauert das Webinar. Und das ist natürlich eine Aufzeichnung, es ist kein Live. Und das gebe ich auch noch mit dazu. Super, vielen, vielen Dank. Dann danke ich dir herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast für dieses Interview. Und ich danke dir auch, dass du dir dieses Video bis hierher angeschaut hast. Und ich wünsche uns allen einen Tag, bei dem wir uns vollkommen
tiefenentspannt auf den nächsten Schritt hin in unser erfülltes Leben bewegen. Macht's gut, habt eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.